Hallo miteinander, mein Name ist Jacqueline Ullmann. Ich bin Head of Communication da im Löwenbräu Kunst in Zürich. Ganz herzlich willkommen zum 8. Lunchtag Löwenbräu Kunst virtuell. Wir haben die Serie letzten März, nein, im letzten April, Entschuldigung, 2020, damals im ersten Lockdown gestartet. Es ist darum gegangen, natürlich Leute aus dem Haus, aus dem Löwenbräu, die zu Wort kommen zu lassen, erzählen, wie sie leben, auch damals im Homeoffice, wie heute auch wieder. Wir stellen die Leute vor, die zum Teil da arbeiten im Haus oder Ausstellungen haben, wie Künstler. Sie sollen einen Bezug haben zum Löwenbräu. Das ist uns ganz wichtig. Ich möchte heute, und da freue ich mich sehr, Stefan Thommen begrüßen. Er ist Architekt. Er arbeitet bei Chigonguya. Chigonguya-Architekten sind maßgebend im Umbau vom Löwenbräu Kunstareal. Erstmal, vielleicht kannst du nachher noch etwas dazu sagen. Es gibt einen größeren Umbau, wie jetzt einen kürzlichen Umbau. Von dem her kennen die Architekten auch den Stefan Suess sehr gut. Ich möchte das Wort mal Stefan Thommen übergeben. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, über den Mittag mit uns oder mit mir zu reden. Wenn es Fragen gibt, kann man die gerne im Chat noch hinterlegen. Wir gehen gerne am Schluss auf die ein. Hallo, Stefan. Hallo Jacqueline, danke für die Einladung. Du hast mich ja gebeten, dass ich kurz etwas zu mir sage. Und jetzt hast du das Löwenbräu angesprochen. Also ich bin seit 2004 bei Chigonguya und eigentlich seit hier ja, sehr gern da. Es ist ein sehr spannendes Umfeld, spannende Projekte. Ja, also es ist wirklich, glaube ich, ein Zeichen, dass man so lange am gleichen Ort schafft. Das Löwenbräu-Areal ist, glaube ich, auch ziemlich genau so alt, jetzt tun wir uns mal die Entwicklung. Also es hat hier ziemlich, wo ich angefangen an den Wettbewerb gehe, für das Gviert, wo dann ja quasi mit dem Atelier WW zusammen der Zuschlag für Chigonguya gekommen ist. Es hat eine Phase gegeben. Es hat dann den Umbau gegeben, bis 2011, glaube ich, 12 ist der gewesen. Und wir kennen uns jetzt eigentlich vom letzten Umbau, der vor 2 Jahren war, mit der Eingangssituation, die noch ein bisschen umgebaut hat. Also zum Link vom Löwenbau. Ich selber bin nicht am Löwenbau tätig gewesen jetzt dort mal im 2004 bis 2011, 12, sondern erst dazugekommen jetzt, weil der Projektleiter oder der Teamleiter gewechselt hat in ein anderes Büro. Ich habe dazugekommen, wo der Umbau war vom Eingangsbereich. Genau. Ja, es ist zurückblickend, eben unsere Reihe geht ja wirklich um Pandemie, Lockdown, die neue Lebenssituation. Meine Frage mal ganz grundsätzlich, wir sind in der Kunst, wie ist euer Jahr 2020 in der Architektur? Wie ist das verlaufen? Ja, also bei uns muss ich sagen, da haben wir eigentlich relativ, glaube ich, wenig jetzt Änderungen erfahren, außer eben am Anfang, weil ich ein bisschen fast überfordert war, wie man sich jetzt organisiert. Es hat dann ab und zu ein bisschen Projekte gegeben, wo 2, 3 Termine rausgeschoben worden sind, aber grundsätzlich muss ich sagen, haben wir ja wirklich sehr Glück gehabt, dass nicht jetzt irgendwie von heute auf morgen gewisse Themen aufkommen, wie ein Projekt, wo man stoppt oder irgendwie Leute, wie man beschäftigen kann. Also sind wir sehr, sehr glimpflich davor gekommen. Also ich kenne auch Freunde, wo das ein bisschen anders war oder wo dann auch von heute auf morgen die Bauherren gefunden haben, ja, das Risiko ist zu gross, wir stoppen gewisse Projekte, wo dann schon recht Turbulenz nachher in ein Büro bringen. Oder? Und ja, rückblickend, es ist ein Jahr, oder? Es ist, kann man sagen, eine lange Zeit, aber eigentlich ist es auch doch nicht so viel. Und man hat einiges gelernt, man ist sich auch einiges bewusst worden, vielleicht nachher noch darauf zu sprechen kommen. Und ja, ich glaube, wie gesagt, ich habe immer noch das Gefühl, ich persönlich auch, wir sind privilegiert. Oder? Es gibt andere, die kein Homeoffice machen können. Es gibt andere, die keinen Verdienst mehr haben, oder? Keine Auftrittsmöglichkeiten etc. Also so gesehen würde ich jetzt von mir behaupten, oder jetzt auch von uns, dass wir relativ glimpflich davor sind, wenn man so sagen. Über das letzte Jahr hat ja, wie gesagt, neue Herausforderungen gebracht, hat auch neue Lebenssituationen generiert. Ich glaube, etwas, wo man auch jetzt so langsam, wenn man die Leute fragt, ist ja zum Beispiel das Reisen, oder? Ich meine,
Das Reisen für euch sicher auch unterwegs sein, euer Projekt für uns in der Kunst, Besuch. Ich bin wirklich erstaunt. Ich habe jetzt nicht, also mit vielen Leuten geredet, die vorher wöchentlich im Flugzeug waren und gesagt haben, ich bin gerade 3 Mal geflogen letztes Jahr. Wie war das so für euch gewesen, ja, für Projekte, was für Umstellungen oder ja, wie habt ihr das erlebt? Ja, sag jetzt mal, die grosse Reiserei von sag jetzt mal, in Europa oder noch weiter, die kommt bei uns nicht so oft vor, ist auch vorgekommen. Aber bei uns geht es sich mehr sag jetzt mal, das alltägliche Reisen. Ich finde, wir haben jetzt natürlich am Anfang, wie alle uns also mit Medien auseinandersetzen, wie Zoom, oder, wo man jetzt auch benutzt. Und man hat immer das Gefühl, gehabt, man muss sich sehen, um etwas zu besprechen. Und da gibt es auch viele letzte Sitzungen, wo man online sich trifft. Und wir haben jetzt oft auch Leute, die zum Beispiel aus Basel, die kommen jetzt immer auf Zürich. Und das finde ich natürlich, eigentlich ist das völlig vernünftig. Warum soll jemand für 1,5 Stunden auf Zürich kommen, wenn man das am Bildschirm machen kann und mit guten Tools, wo man sich daran kann gewöhnen. Es geht auch um Gewöhnungssache. Der Mensch ist ein Gewöhnungstier, oder? Und auch da relativ weit kommt. Und so gesehen, ich finde, es hat Fragezeichen aufgeworfen, dass man sich bewusst ist, wie viel man unterwegs ist, aber es hat auch Möglichkeiten gegeben. Also ich finde das auch durchaus diesbezüglich eine positive Erfahrung, das berufliche Reisen, wo man jetzt vielleicht reduzieren kann. Ich glaube, in der Kunst ist es ein bisschen ähnlicher, oder? Man hat ja immer ein riesiges Angebot gewesen, wo sollte man überall sein und hingehen. Und plötzlich ist man ja, ist es auch gegangen ohne. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt wird sein, wo, also es hat sich zwar vieles in der Kunstwelt schon wieder auf den Herbst verschoben, was natürlich vor allem international bedingt ist als jetzt lokal. Aber bei uns ist auch letztes Jahr dann gleich, also man hatte dann auch Zeit gehabt. Und was letztes Jahr auch sehr, natürlich eben nicht mehr fliegen, nicht mehr reisen, hat ja auch so Auswirkungen. Bei uns ist das Thema Nachhaltigkeit, so klimaneutral, was in der Kunst nicht gerade so ein einfaches Thema ist. Auch wo fängt man an? Fängt man in der Betriebsstruktur an? Schaut man Reisen, Transport? So für euch gibt es da in der Architektur auch so Tendenzen, wo ihr merkt, ah, jetzt, dass ein Umdenken findet statt durch die Pandemie. Bewegt hat sich das Einfluss auf die Architektur? Ja, also weißt, also das Reisen zum Beispiel finde ich jetzt, was natürlich auch bleibt, dass für Kunst noch mehr betroffen ist, ist halt sehr etwas Haptisches, oder? Also eben ein Objekt im Raum oder bei uns irgendwie ein Muster oder eben zusammen um einen Plan stehen und etwas drüber skizzieren. Das glaube ich, das wird ja nicht einfach so schnell verschwinden. Das schätzt man, glaube ich, mehr und das wird auch bleiben. Und das heisst aber auch, dass natürlich dort schon ein gewisses Potenzial besteht, dass man versucht, ja, nur wenn es nötig ist, sich zu treffen. Mhm. Es hat schon auch Themen gibt, die uns eben schon vorher beschäftigt haben, oder? Und das ist vielleicht jetzt das, was vielleicht schon bei uns schon vorher angekommen ist in der Architektur, ist durch die Reduktion von CO2. Also wir haben ja massiv natürlich Verschärfung von Vorschriften. Nachhaltigkeit ist für uns eigentlich schon vorher das Thema gewesen. Nur ist es jetzt ums CO2 gegangen und weniger jetzt, sagen wir mal, um Reduzieren von Begegnungen. Mhm. Und etwas, wo wir eigentlich schon vorher intensiv uns beschäftigt haben und weiter wir beschäftigen und alle betrifft. Also man muss sich überlegen, oder? Wir bauen eine Tätigkeit, die sehr viel CO2 letztendlich oder Ressourcen braucht, Energie erzeugt, Energie braucht, im Betrieb noch Energie braucht, wo man vorher vielleicht ja, die Billigkeit oder nicht sich hinterfragt hat. Und das ist etwas, was wir seit sie mehrere Jahre beschäftigt, auch nicht mit der Pandemie so gesehen zu tun. Aber vielleicht eben, ist das Bewusstsein noch grösser bei gewissen Leuten, wobei Handkommen, wenn man ein bisschen pessimistisch ist, kann man auch sagen, wo man jetzt die Pandemie zum Teil eben nicht quasi kann managen mit viel Vernunft, kann man vielleicht dann eben auch die CO2-Thematik, ja, wenn der Mensch nicht vernünftig ist, vielleicht eben doch nicht so lösen oder behandeln, wie es eigentlich sollte sein, oder? Die Reduktion von den CO2 aus Träumigen. Also, ja, ist ein größeres Thema jetzt. Es ist ein größeres Thema, genau. Aber eben, ich denke, es ist eben, in der Architektur ist es eben, ihr habt natürlich auch mit den Materialien, sind da viel 1:1 als Kunst, wo halt schon, sage jetzt mal, auch ein spezielles Thema ist, wo immer in einer anderen Sphäre behandelt wird. Aber ich denke, es hat sicher jetzt auch so Themen zum Vorschein gebracht, wie man auch da ist und Zeit hat. Bei uns ist natürlich eben der digitale Raum
ist natürlich ein grosses Thema, wo wir natürlich wollen, dass die Leute in die Architektur, ins Museum, das alles können anschauen können. Ist das irgendwie ein Thema direkt jetzt für euch, ich weiss nicht, ob ihr am Museumsbau sind oder, gibt's, oder auch wie die Leute vielleicht heute leben? Haben da oder ist für euch immer noch einfach Bauen ist etwas Essentials, wie der Mensch braucht einfach ein Zuhause, es gibt einen Städtebau. Also bei uns laufen sehr viele Symposien jetzt auch, über Betriebsökologie eben, oder Gesprächsformat. Ja. Gibt es da bei euch auch so neue Tendenzen? Ja. Ich denke, das Museum zum Beispiel, glaube ich, als Ort, wo man eben jetzt aber misst vielleicht, oder? Das glaube ich nicht so schnell irgendwie abgelöst werden. Und ich glaube, das eine ist ja, dass dann sehr viele jetzt so virtuelle Rundgänge, oder wo dann vielleicht Galerien oder Museen machen, aber genau wieder in Räumen stattfindet, wo man ja eigentlich vermisst, oder? Es ist einfach dann virtuell, aber eigentlich ist es wieder, man baut sich wie Architektur und hängt oder stellt Objekt und führt dann die Leute durch. Also eigentlich ist es ja wie ein Abbild und der Raum selber, das Original, glaube ich, das wird, bin ich der Meinung, wird sich nicht so schnell, also warum auch, also weil es ist auf neue Form, glaube ich, besseres Objekt bei Tageslicht oder bei Licht X oder Y vor Ort anzuschauen. Also ich glaube, jetzt gerade, was du ansprichst, oder Kunst oder Museen, glaube ich, wird es da, vielleicht täusche ich mich, aber wird da nicht sehr viel sich ändern. Was vielleicht sonst ein bisschen ändern wird, ist Arbeitsformen. Also du hast auch mal noch gefragt, wie die Zukunft denn ist von der Architektur, oder? Ich weiss, da sind natürlich wir auch so ein bisschen, ja, ich bin gespannt, ob denn jetzt für grosse Bauherren, die Bürobauten oder in Auftrag gehen, sagen, ja, jetzt müssen wir vielleicht mal schauen, ob wirklich alle Leute einen Arbeitsplatz brauchen, oder? Und das wird sich natürlich schon auswirken auf die Architektur. Ich sage jetzt nicht nur unbedingt finanziell, sondern mehr auch zum Beispiel, was ist denn, wenn man noch ins Büro, also ins Büro geht, was ist denn dort? Oder? Also ist wahrscheinlich nicht mehr vielleicht so mein Arbeitsplatz, oder? Sondern es ist vielleicht wie ein Ort, wo man eine Plattform oder kann definieren, wo man sich trifft und vielleicht zurückzieht oder zusammen etwas bespricht. Wo man auch, und es gibt ja heute schon die Ansätze, oder? Es gibt viel, wenn man sich auch in der Stadt mit so Coworking quasi Angebot und da gibt es häufig einen Kaffee, oder? Da gibt es noch einen Barista, der dann noch einen schönen Espresso macht, oder? Plötzlich so, wo dann sag es mal, dass mehr Architekten vielleicht mehr oder weniger mehr müssen wie eine Art Struktur, gut solide Hülle, gut solide Plattform, sag mal Bühne oder für das Nutzen von den Menschen schaffen und dass es quasi eine gewisse Robustheit hat, dass es mal so oder mal anders kann genutzt werden. Ich glaube, das so Sachen werden schon, denke ich, das Thema sein. Oder? Ja, klar, es hat natürlich jetzt wirklich sehr die Mobilität, also ich sage jetzt vom Arbeitsplatz, also dass ich selber bin ja in so einem Büro, wo man ja in dem Sinn wirklich keinen Arbeitsplatz mehr hat, wo man seine Kabäuschen hat, wo man sich halt zurückziehen kann, was momentan einfach sehr limitiert ist auf die Anzahl Leute, die verdienen sind. Also es gibt schon so Herausforderungen, wo man Masken darf tragen oder nicht. Ich weiß nicht, wie so Sachen dann auch irgendwie, wie lange man mit so Tools weiter. Was ich meine, ist auch, finde, es ist ein extrem, aber ich finde das sehr toll, dass ich kann morgen irgendwo an meinen Computer an tun. Er ist einfach momentan wirklich sehr aber das ist anders, entpersonalisiert. Also man muss ja auch alles putzen nachher, also man darf keine Spuren hinterlassen, was manchmal schon so ein bisschen geisterhaft wirkt. Ja, aber ich finde, das ist auch etwas sehr Persönliches. Es gibt, oder, wir haben ja oft so bei Wettbewerben mal etwas konzipieren, wir müssen begegnen, dann gehen wir in die Büro oder was auch immer das denn ist. Und dann habe ich auch schon mal durch Räumlichkeiten geschritten, wo alle zwei Raumbüro sitzen, mit, weißt, so mit FZZ-Wimpel und eine Familienfotos und so. Und dann weißt du, dass im Wohnprogramm steht, dass nachher alle im Grossraum sitzen, oder? Dann denkst du schon, ja, also das ist irgendwie. Die Leute oder die Menschen sind sehr an Gewohnheiten gebunden, oder? Und wenn es irgendwie seelenlos wird, wird es vielleicht auch wieder schwierig. Aber was ich meine ist, oder auch wenn jetzt du vielleicht keinen Arbeitsplatz mehr hast, dann ist es vielleicht so, dass du nicht irgendwie einen seelenlosen, nüchternen Bürobau gehst, sondern dass du vielleicht eben einen Ort gehst, wo du weißt, du kannst auch mal. Es ist ideal so gesehen, aber wenn du mit jemandem etwas besprechen willst, dann ist es nicht eine Büroatmosphäre, sondern gehst schnell
und steigst tiefer und gehst dort halt so, wie ich es dann mache, dann im Kaffee gut das besprechen, oder? Es ist ein bisschen mehr das, aber ob das wirklich, ja, eben, wenn das dann die Mehrheit der Menschen viele Leute gehen da gerne arbeiten und gehen wieder heim, oder? Also ich will nicht irgendwie noch einen Kaffee trinken beim Arbeiten, weil es ist ja verlorene Zeit, kann man sagen, oder? Aber wir kreative Prüfer wissen, dass natürlich das Arbeiten nicht linear ist. Also du hast ja auch manchmal Ideen, auch wenn du einen Kaffee trinkst, oder? Wenn du die Sitzung, oder? Das ist, also ja, es sind so Themen, die ich spannend finde. Und so aufs zwischenmenschliche Leben, so im, also hast du das Gefühl, irgendwie, Menschen, eben, wir reden recht verstärkt einmal vom Community-Leben, also dass man viel mehr so auf eine Community gerichtet ist, gar nicht mehr so, jetzt sag jetzt mal international, oder eben jetzt, wir haben vorhin noch kurz über das Clubhouse, das Format geredet, das ist ja auch ein Online-Gesprächsformat, wo sich eigentlich ganz klar einfach an eine Community richtet, oder? Also das heisst, die sich für das interessieren, treffen sich dort. Ja. Das hat sich jetzt auch mit der Digitalisierung noch ein bisschen, herauskristallisiert. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt für euch die Architektur irgendwie im urbanen Leben, eben, die Menschen sagen, ich bin viel mehr da, ich wollte viel mehr selber gestalten, weil ich, also ja, das jetzt ein bisschen sehr weit hergeholt ist, aber ja, du spielst auch verschiedene Themen an. Ich finde zum Beispiel, dass man die Community ist für mich jetzt auch zum Beispiel, oder ich lebe in einer Stadt, oder dort fängt es ja schon ein bisschen an. Und wenn natürlich, kannst du sagen, wächst das Quartier, Community würde heißen, wächst das Quartier eigentlich nicht mehr, oder? Du bist einfach in deinem Quartier. Und dort gibt es ja je länger mehr, wenn erstaunlicherweise sehr viel passiert, oder? Quasi analog, also wirklich vor Ort und nicht mehr irgendwie. Ja, sagen wir mal die Separierung. Und das finde ich dann eher spannend, was jetzt so das Gemeinschaftliche anbelangt. Oder? Dass du auch immer am Ort lebst, wo du weißt, die ganz breite Bandbreite vom Leben hast. Oder? Du hast einen kleinen Möbelladen, du hast ein paar Batterien, du hast gibt's immer noch. Oder? Das gibt es eben stundlicherweise. Ich sehe oft, dass wieder neue Sachen aufgehen. Oder? Wenn jetzt, ich bin jetzt auch viel zu Fuß unterwegs, wenn du in die Stadt läufst, plötzlich Sachen, häufig ist es ein sogenannter Pop-up, oder? Wo du findest, ja, das ist wirklich interessant. Aber Hankum siehst du auch Ort, oder? Wo du dann merkst, ups, oder? Jetzt ist der nächste Schuhladen weg, der nächste Kleidladen weg, wow. Oder? Die nächste Beiz, der nächste Kaffee. Also alle Kaffee trinken wir alle den ganzen Tag, oder? Das ist ja so ein bisschen. Es ist, also, ja, ich finde, es hat Vorteile, aber es hat auch, wenn man sich zurückzieht in den digitalen Raum, wie du vielleicht jetzt das sagst, oder? Überspitzt gesagt, oder wenn jetzt in der Zeit, wo man nicht kann gehen, ich auf alle online anfangen bestellen, sich daran gewöhnen, oder? Da muss man sich selber auch in der Nase nehmen, dann am Schluss halbleerisch Innenstädte hast, ist auch niemand gedient, oder? Also ich finde das natürlich mit dem Zurückziehen in eine Art Community, wo jetzt weg vom realen Raum ist, finde ich dann jetzt für unsere Branche oder für eine Stadt oder für Städtebau, finde ich dann schwierig. Ja, sind wir gespannt. Aber jetzt so was vielleicht noch ganz persönlich. Was hast du so vermisst jetzt? Oder auch, ja, weil so jetzt mal abgesehen vom Reisen, jetzt rückblickend. Ja, ich finde natürlich Einladungen, Freunde treffen, das ist natürlich, oder? Das finde ich, das klingt ein bisschen egoistisch, aber es ist natürlich etwas, wo ich schon sehr vermisse, oder? Und auch, was ich jetzt aber auch zum Beispiel auch finde, ist, wie, also fast schockierend, wie Kultur oder wie das quasi einfach so beiseite geschoben wird, oder? Mhm. Und ja, das ist einfach jetzt so. Und irgendwie, und dort ist es aber auch eine Zwischenschneidung, oder? Eigentlich heisst es, bleiben die heim. Ankerum habe ich das Gefühl, man nutzt alles, was man kann machen, oder? Ich bin in einem Schauspielhaus vor Dezember, oder? Ich bin ins Kino mit der Maske, weil ich finde, das ist ja eigentlich, ja, das ist Teil von unserem Leben und so Sachen finde ich jetzt, das vermisse ich sehr, muss ich sagen. Also, guter Drink in der Bar, Grüße, zum Beispiel. Oder? Also, das ist einfach nicht möglich jetzt. Oder? Ja, es ist wirklich, ja, ich glaube, es geht an. Ein bisschen, wir reden ja auch alle ein bisschen vom Corona-Blues jetzt, oder? Nach dem ersten Jahr war es ja eine gute Erfahrung. Also wünscht man sich auch. Also bei uns natürlich klar, unsere Events sind alle online. Vernissagen sind einfach Tagesveranstaltungen geworden. Ich finde auch Kultur, Kunst,
Also jetzt gerade bei uns Museum finde ich schwierig, dass man da nicht gehen kann. Also jetzt bei uns im Haus wäre es ja wirklich, wir haben ja viel Platz. Ja, weißt du, das Spielballfest, Sommerfest, das war so ein Event gewesen, früher immer, oder? Das ist, oder? So viele Erinnerungen, oder? Das ist einfach jetzt nicht möglich. Das wird dann wieder kommen irgendwann, aber heute kann man sich das fast nicht vorstellen, oder? Also, man ist irritiert, wenn man im Kinofilm jemand keine Maske hat, oder? Das ist so. Und so Sachen, finde ich, das ist das, wo alle darauf hoffen, dass es wieder kommt, oder? Ja, genau. Also einfach ist unbeschwert. Wir haben ja noch Veranstaltungen letztes Jahr im größeren Rahmen, aber das ist natürlich auch mit Contact Tracing gelaufen. Es ist halt einfach wie alles anders, oder? Also eben, du wirst wie auch getrackt. Du musst dort, also das ist so ein bisschen, ist das jetzt eine neue Realität oder nicht, wo man halt einfach weiß, Hoffe ich ja. nicht. Hoffe ich natürlich schon. Ich habe das immer sehr schön natürlich gemacht, da jeden Kaffee eingescannt und so. Ja. Klar, kannst sagen, die wissen, dass du da warst, aber weißt, Apple weiß auch, dass du da warst. Also Ich das, weiß. Ich habe, Entschuldigung, ist ein ich bisschen falsch. hoffe, Ich denke auch falsch, ich habe durch, spät. oder? Aber, Ist ein bisschen spät die Erkenntnis. Ich sage immer, du, sobald du dich mal aufs Web begibst, dann hast du eigentlich ja. schon. Ja, aber ich find natürlich, dass das ja, dass das natürlich nicht so bleiben sollte. Das wäre natürlich auch nicht die Idee, oder? Also, ja. Ja, du, jetzt sind 20 Minuten. Wir haben ja immer so auf maximal 20 Ja. Minuten. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Ich hoffe sehr, wir sehen uns in diesem Jahr. Da mal im Löwenbräu oder bei einer Veranstaltung. Und ganz herzlichen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch. Danke dir. Tschüss. Ciao.